Hallo, hallo ihr Lieben, herzlich willkommen bei einem neuen Video auf meinem Kanal. Ich freue mich riesig, dass du hier bist, dass du Divine Design Manifestation für dich entdeckt und gefunden hast, denn es ist die Manifestation aus deinem höchsten Sein, aus deiner wahrhaftigen Quelle, aus deiner wahren Power. Ja, heute in diesem Video möchte ich dir erklären, wieso dieses Gefühl von angepisst sein, wütend sein, nicht verstanden sein, abgelehnt sein, so ein wichtiges Gefühl ist, dem du auf die Schliche kommen musst. Denn dieses Gefühl, was auch immer du gerade fühlst in diese Richtung, bedeutet, dass du im Mangel bist. Im Mangel heißt, für dich sind die Dinge abwesend, die du dir wünschst. In deiner Welt, in deiner Ansicht, in deiner Vorstellung siehst du nur, dass das, was du gerne hättest, fehlt. Und das ist so wichtig als allererste Erkenntnis. Wo befindest du dich gerade? In welchem Bewusstseinszustand befindest du dich gerade? Und all diese Gefühle des Ablehnens, des Widerstands, der Wut bedeuten, dass du dich in einem Raum, in einem Bewusstsein, in Ansichten, in einer Energie, in einer Frequenz befindest, wo sich nur noch mehr Mangel zeigt. Das heißt, im Beispiel, du hast einen Bereich, wo du siehst, dass es nicht stimmt. Nehmen wir mal den Bereich Geld. Du merkst, du hast nicht genügend Geld für all die Dinge, die du dir leisten möchtest, die du bezahlen musst. Und du bist im Moment quasi darauf gepolt zu sehen, wo es überall zu wenig ist. Es ist überall zu wenig. Hier und da reicht es nicht für das, was du wirklich willst. Du musst immer wieder Kompromisse machen, du musst immer wieder runterschrauben, weil du hast zu wenig Geld und meistens auch zu wenig Zeit. Dann hast du zu wenig Unterstützung, dann hast du zu wenig Aufmerksamkeit, dann hast du einfach zu wenig. Und das ist diese Perspektive, die wir antrainiert bekommen haben, die wir kennen, die für uns einfach die Perspektive ist, die wir normal empfinden, weil es ist für alle Menschen normal, dass es nicht da ist, dass immer zu wenig da ist. Und deswegen haben wir auch gerade in Bezug auf Geld so eine verhasste Beziehung, weil Geld ist immer zu wenig. Geld macht uns immer wütend. Geld ist eigentlich immer Grund und Ursache dafür, dass wir uns Dinge nicht erlauben können, die wir uns wirklich wünschen. Und das ist nur ein Beispiel. Wir manifestieren uns tatsächlich zu wenig Geld. Und wenn wir uns aus dieser Ansicht, aus dieser Perspektive verabschieden, dass überall zu wenig ist, dass es nie reicht für uns, dass wir absolut immer unzufrieden sind. Und vielleicht denkst du, ja, aber das stimmt nicht bei mir. Dann schau mal tiefer rein. Und vielleicht hast du auch schon gehört, dass dir vielleicht jemand gesagt hat, was auch immer ich für dich tue, ist es nie genug. Es reicht dir einfach nicht. Und du denkst, wieso? Ich bin doch dankbar, ich bin doch nicht undankbar, ich bin doch zufrieden, ich bin doch froh, dass du das für mich tust. Aber dennoch sagt deine Energie etwas anderes. Weil auch wenn du zufrieden bist mit dem, was dir deine spezielle Person, deine speziellen Personen geben, vielleicht bist du auch zufrieden mit deinem Lebensbereich Arbeit und denkst, ja, ich bin doch zufrieden und ich verdiene doch gutes Geld. Aber gleichzeitig hast du unterschwellig einen Seinszustand am Laufen, der eine Energie, eine Frequenz ausstrahlt, die trotzdem sagt, eigentlich soll es mehr sein. Oder ganz gemein, es könnte doch immer mehr sein. Es könnte ein bisschen mehr, könnte es immer sein. Und nur alleine das bedeutet, dass in dir diese Energie am Laufen ist. Die Energie, es ist zu wenig. Auch wenn du sagst, ja, es ist eigentlich gut, es ist eigentlich genug, aber es könnte schon ein bisschen mehr sein, bedeutet, es ist zu wenig. Es bedeutet, du bist im Bewusstsein des Mangels. Und dieses Bewusstsein kreiert mehr Mangel.
Egal, wo du hinschaust, egal in welchem Lebensbereich, du wirst aufmerksam gemacht werden, dass Dinge nicht so sind, wie du sie gerne hättest. Und das können unglaubliche Kleinigkeiten sein, die dir nicht mal auffallen, weil es für dich schon normal ist. Aber genau diese Kleinigkeiten, die führen zu deiner Energie. Sie sind deine Energie. Diese Kleinigkeiten, die du denkst, die du siehst, die du beobachtest, die du betrachtest, wo du immer denkst, ja, das ist noch nicht gut genug. Wie sich andere verhalten. Schon allein das, wenn du Kritik daran hast, wie sich andere verhalten. Insbesondere natürlich dir nahestehende Personen, das ist ganz, ganz intensiv dann. Oder auch Personen, die dir weiter weg von dir sind, die dir nicht so nahe stehen. Sogar noch Fremde, über die du deine Gedanken hegst. Das machen sie nicht gut genug. Also wenn ich die Person wäre, dann würde ich das und das besser machen. Wenn ich in der und der Lage wäre, würde ich das und das anders machen. Das sind alles krasse Anzeichen für dich, die dir zeigen, du bist im Mangelbewusstsein. Du bist eine Person, eine Identität, wo es nicht genug ist. Ganz einfach. Und dieses Rein und Raus, manche Sachen findest du gut, die sind genug, die haben dein Approval, die haben deine Zustimmung. Und dann gibt es aber wieder gleichzeitig Sachen, wo du denkst, das stimmt nicht und die machen das nicht richtig und das ist nicht in Ordnung. Und hier wird zu viel von mir gefordert und da muss ich ja mehr geben, damit es in Ordnung ist. All das sind Anzeichen für Mangelbewusstsein, dass du im Mangel bist. Und wenn du im Mangel bist, dann bist du im Mangel. Es gibt nicht verschiedene Zustände oder Mixzustände. Es gibt immer einen dominanten Zustand, in dem du dich befindest. Und wenn dieser dominante Zustand eben dominierend sieht, dass was fehlt, dass was nicht gut genug ist, dass dir etwas stinkt, dass du etwas nicht haben willst, dass du mit irgendwas in Widerstand gehst, dass du in Ablehnung bist. Wenn das dein dominanter Seinszustand ist, dann wirst du im Außen unweigerlich Beweise finden, die dir bestätigen, wo du gerade stehst, in welchem Zustand, in welcher Identität du dich befindest. Und da gibt es nur einen Ausweg, und zwar Erkenntnis. Erkenne, wo du gerade bist, finde, wo du sein möchtest und werde die Person, die so ist. Es ist das ganz einfache Rezept der Manifestation. Es bist immer du und dein Seinszustand, der sich im Außen zeigt, reflektiert. Einfach und doch so kraftvoll, weil jetzt kannst du dich verändern. Und weil du dir oft nicht erlaubst, dich zu verändern, erkläre ich in ganz, ganz vielen Videos auf diesem Kanal auch, dass du göttliches Design bist in Wahrheit, dass du dich eigentlich gar nicht verändern musst, sondern dass du nur die Dinge ablegen musst, die die Lügen über dich erzählen in Mangel. Die erzählen, dass du nicht gut genug bist. Die erzählen, dass du Dinge anders machen solltest, als du sie gerne haben möchtest. All diese Dinge musst du erkennen, dass sie nicht wahr sind, sondern dass sie in deiner Vorstellung, in deinem Kopf, in deinen Ansichten und Rückschlüssen entstanden sind. Und die musst du nicht weitertragen, weil du ja göttliches, reinstes Bewusstsein bist. Rein heißt eben ohne Mangel. Rein heißt in absoluter Fülle. Und diese Fülle siehst du zuerst nicht im Außen, sondern du erkennst sie für dich als ein Seinszustand, ein Gefühl der Zufriedenheit, der Erfüllung, des Okay-Seins. Es ist okay, es ist sicher, die Dinge sind gut, für mich ist gesorgt. Und diese Sache musst du ohne Gründe im Außen für dich anerkennen. Und dazu musst du anerkennen, dass du ein energetisches Wesen bist, das besteht und entsteht. Allein durch deinen Mindset, durch deine Mentalität, durch deine Energie. Deine Mentalität ist deine Energie, dein Denken ist deine Energie. Und die ist nicht daran festzumachen, was du im Außen siehst, sondern sie ist bedingungslos und grundlos in dir zu generieren. Und das ist dieser große, große Schritt, den du dir erlauben musst, jemand zu sein ohne Beweis. Jemand zu sein,
im Divine Design, im höchsten Design, in der Erfüllung zu sein, zufrieden zu sein, okay zu sein, ohne dass du eine Begründung, einen Beweis hast, warum du okay bist. Das heißt, selbst in der größten Miserie, in deiner beschissensten Situation, weil alles auf dich reinprasselt, musst du dir erlauben können, okay zu sein, weil du weißt, wer du bist. Ohne etwas tun zu müssen, ohne zu handeln, im ersten Schritt diese Energie des Ich bin okay, ich bin geliebt, ich bin unterstützt und ich bin safe. Und da musst du mit deinem Verstand arbeiten. Da musst du Begründungen finden, damit er mit dir in diese Okayness kommt. Und zwar ohne, dass diese Begründungen sich im Außen zeigen, sondern das sind energetische, unsichtbare Begründungen. Und diese Begründungen holst du dir in Selbstgesprächen her, wo du mentale, energetische Gespräche, Erklärungen, Beruhigung, Klarheit für dich selber schaffst. Und so shiftet dein Seinszustand. Und zwar turboschnell, quantenschnell, sofort. Und jetzt geht es darum, diesen Seinszustand zu halten, egal was noch da draußen passiert. Egal, was du jetzt noch siehst, da musst du tatsächlich sogenannte Ignoranz anwenden, weil du weißt, das sind Schatten, Rauch der Vergangenheit, deiner vergangenen Bewusstseinszustände im Mangel. Und diese darfst du fallen lassen. Diese generelle Erlaubnis hast du, weil du bist die Quelle deines Seins. Du bist die Quelle deiner Realität. Du bist die Quelle deines Denkens. Du bist die Ursache. Und wenn du die Ursache bist, kannst du grundlos die Ursache sein für das, was du haben möchtest. Und dieses Wissen muss so tief in dich hineinsacken, dass du es jeden Moment anwenden kannst, dass du dir jeden Moment deinen Bewusstseinsraum erschaffen kannst, verfestigen kannst. Das ist der gegenwärtige Moment. Und die Qualität des gegenwärtigen Moments sagt darüber aus, wer du gerade bist, deine Identität. Ob du in Erfüllung und Fülle bist oder ob du in Mangel lebst. Und nur diese Stellschrauben hast du zur Verfügung. Und wenn du sie nicht nützt, sondern in diesem Mangelbewusstsein weiterhin bleibst, wird dir das Leben Mangel geben. Und du musst diesen Mangel nicht annehmen, weil du dein Divine Design annehmen darfst, grundlos. Deine höchste grundlose Erfüllung, deine energetische Erfüllung, deine Erfüllung aus der nicht physikalischen Welt. Deswegen gibt es ja auch in der Spiritualität so viele Geschichten, die dann wieder erzählen, ah ja, und meine Geistführer und meine Seelenführer und was weiß ich nicht, was man sich da alles zurechtlädt, wer mit einem da innerlich spricht und einem alles Gute sagt und alles Gute ermöglicht in seinen inneren Konversationen. Aber letztendlich, egal mit wem du in deiner Vorstellungskraft sprichst und wessen Meinung du reflektierst, es ist immer deine Meinung, weil du kannst nur deine Meinung, egal wo du sie herholst, reflektieren. Also sei der Meinung, dass du in Fülle und Erfüllung gedacht bist, dass du ein Leben hier vor dir hast, wo du keinen Mangel leiden musst, wo dir nichts fehlen soll. Aber du musst die Person und die Identity sein, die aus dieser Fülle, aus der Erfüllung heraus ihre Energie immer wieder hochhält, dort hält. Und das heißt es, seine Energie zu kontrollieren. Es ist ein Spiel mit deinen Gedanken und Vorstellungen. Das sind die Generatoren von Energie. Du hast nichts anderes. Das ist deine Power. Tritt ein und nutze sie bedingungslos. Und dann wirst du bedingungslos super schnell manifestieren, denn der Zeitfaktor, den du wahrnimmst, warum es so lange dauert oder warum es nicht geht und warum du so lange probierst, ohne dass es funktioniert, dieser Zeitfaktor ist in Wahrheit nicht da.
es ist immer nur der gegenwärtige Moment. Und in diesem gegenwärtigen Moment bist du eben noch gespalten zwischen Mangel und Fülle, weil du der Fülle noch nicht vertraust, weil du der Erfüllung nicht vertraust, weil du immer wieder zweifelst und glaubst, dass doch Mangel herrschen könnte. So, wenn du diesem Konzept folgst, wenn du das gnadenlos, kompromisslos umsetzt, wenn du dir das klar machst, wenn du in diese Verkörperung gehst, diese Identity, die genau weiß, wer sie ist, in der höchsten Wahrheit, in ihrem Divine Design, in ihrem göttlichen Design, göttliches Design hat keinen Mangel und keinen Fehler, dann ist es unausweichlich, dass du Erfolg hast mit allen Dingen, die du möchtest, Erfolg in der Liebe, Erfolg im Beruf, finanziellen Erfolg, Erfolg in allen Beziehungen, Erfolg auf gesundheitlicher und körperlicher Ebene. Aber dieses Spiel musst du meistern. Dieses Spiel in die Meisterschaft zu treiben, das ist deine Aufgabe. Deswegen bist du hier, das ist dein Lebenszweck und das ist dein Lebenssinn. Und zu guter Letzt, warum bist du auf meinem Kanal? Wahrscheinlich auch wegen deiner speziellen Person, weil die auch im Mangel ist. Sie verhält sich mangelhaft, sie kommuniziert mangelhaft, sie zeigt dir mangelhaft Liebe und Aufmerksamkeit, also bist du auch hier im Mangel. Und diese Person ist auch nur da, um dir wieder zu zeigen, wo du in deinem Bewusstseinszustand, in deiner Identity stehst, wer du gerade bist, als wer du gerade auftauchst. Und wenn du das änderst, kann diese eine oder jede spezielle Person im Außen dir nichts anderes spiegeln als deine Divine Design Identity, als die Identität in der Fülle, in Erfüllung, in Zufriedenheit, in Freude, in Leichtigkeit, in Sorglosigkeit. Und da wollen wir alle hin. Wir glauben, wir müssen irgendetwas haben, um dorthin zu kommen, aber wir müssen nur eins haben, und zwar uns selber. Und zwar ganz stabil und fest. Und wir dürfen uns nie wieder verlassen, das heißt in den Mangel gehen mit uns selber, in den Mangel mit unserer Divine Design Identity. Viel, viel Spaß bei dieser Reise, Divine Design Reise, bei deiner Divine Design Reise, die du angetreten hast, um herauszufinden, wer du bist, um dich als dieses Meisterstück durch dieses Leben zu tragen und diese Meistermanifestationen für dich anzuziehen und zu genießen. Ich hoffe, ich habe dir geholfen. Diese Meisterschaft ist ein Trainingsweg. Und dieser Trainingsweg hört nie auf, genauso wie für mich. Es ist ein never-ending Trainingsweg. Und er geht ins Limitlose. Es hat kein Limit. Deine Freude, deine Begeisterung, deine Schönheit, deine Gesundheit, dein Erfolg, deine finanzielle Fülle hat kein Limit. Und wenn du auf diesem Weg, auf dieser Reise nach oben gehst, dann ist es für dich unausweichlich gedacht, dass du glücklich, zufrieden, erfüllt bist für dich und in deiner Partnerschaft, in deinem Business, in all deinen Wegen und Angelegenheiten. Ich helfe dir sehr gerne. Komm in unsere Community, wir sind Divine Design. Da findest du alle Ressourcen, da findest du Support, da findest du Gleichgesinnte, die auf diesem Weg sind. Und der Unterschied von denen, die ihre Erfolge einfahren und die anderen, die noch auf ihre Erfolge warten, ist einfach nur die Beständigkeit. Das klare Dranbleiben, das nicht für irgendetwas anderes im Mangel zur Verfügung stehen. Das ist der einzige Unterschied. Diese Klarheit, diese Festigkeit im Divine Design, dieses Verankertsein. Und das darfst du dir antrainieren, diese Identity darfst du dir anziehen, überstülpen und nie wieder ablegen. Komm mit uns auf diese wunderbare Reise, lerne in der Community so, so tolle Menschen kennen, die ihren Weg teilen mit dir, denen du Fragen stellen kannst, die Erfolgsgeschichten mit dir teilen. Einmal im Monat gibt es Hot Seat. Diese ganzen Hotseat-Aufzeichnungen, die sind unglaublich wertvoll. Du kannst mit diesen Hotseat-Aufzeichnungen mit Hilfe der Fragen, die die anderen stellen, für dich dein eigenes Coaching beziehen und das Ganze
für nur 90 Euro pro Monat. Schau auf meine Homepage mywellfeeling.com, da findest du diese Community, wo du buchen und beitreten kannst. Andere wunderbar aufgezeichnete Online-Kurse, vor allem auch meine Aktivierungen, das ist ganz, ganz neu. 5 Aktivierungen, die deine Energie krass shiften, die sind auch aufgezeichnet. Du kannst sie so, so, so oft machen, wie du möchtest. Ich empfehle, etwas mindestens morgens, mittags und abends zu machen, um dich in deinem Seinszustand zu halten oder zurückzubringen. Und dann kreierst und generierst du Wunder. Wenn du Fragen hast, schreib mir an patricia@mywellfeeling.com und wir sehen uns im nächsten Video. Bitte, wenn es hilfreich ist, teile, like, weiterempfehle, kommentiere und wir sehen uns ganz bald.